Wieso? Achso, ich dachte, du machst wieder den hier. Wir haben wieder Montag und es gibt eine gute und schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht für euch ist, die Woche fängt wieder an. Ja? Ich freue mich auf Montage, weil dann kann ich wieder arbeiten. Ich bin ein absoluter Workaholic. Ich arbeite auch wirklich gerne. Ich bin auch wirklich gerne hier. Ist wirklich so. Und Drift-ABC. Und wir sind bei V. Ja, bei V oder für V fällt mir eigentlich nur eins ein. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Das fällt mir auch schon mal ein. So, also. Bei V fällt mir ein, V wie Verschleiß, ganz genau. Und wie in jedem Motorsport ist der Verschleiß natürlich sehr, sehr hoch. Und wir haben noch was vorbereitet. Genau. Mein Drift-Kfz, was ich ja schon über ein Jahr nicht mehr bewegt habe, ist aber... Ich will... Achso, ist nicht geschlossen. Ich will wieder. So, also Verschleiß. Der größte Verschleiß. Welchen Verschleiß hat man denn als allererstes? Der größte Verschleiß. Okay, Arm hoch, ich. Reifen. Reifenverschleiß. Der Reifenverschleiß ist, glaube ich, an erster Stelle beim Driftsport. So. Wie lange hält denn so ein Reifen? Ja, je nachdem, wie viel Dampf du hast und in welchem Gang du fährst. Warum? Weil je höher der Gang, desto schneller ist da die Radgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, womit sich der Reifen bzw. das Rad dreht. Ja? Bei vernünftigen Runs, also zum Beispiel am Lausitzring, hat bei mir ein Satz 2 bis maximal 3 Runs gehalten. Und das war alles im dritten Gang. Und bei Drift United, bei BMW-Syndikat, da bin ich mit einem Satz... Alex, weißt du das noch? 3 Runden, ne? Auch 3, ungefähr. Also circa 3 Runden. Kommt da wirklich darauf an, wie viel Dampf man hat und wie viel, wie lang die Strecke ist, wie viel Dampf man hat und genau, wie schnell sich das Rad dreht. Verschleiß Nummer 1. Der zweite Verschleiß, würde ich sagen, ist die Kupplung. Ja, weil, also speziell bei turboaufgeladenen Motoren, weil man halt, wenn man die Drehzahl runterkommt, normal fährt man einen großen Turbo, ja, sagen wir das anders, bei Single-Turbo-Motoren, ja, also Single-Turbo-Umbauten, wenn die Drehzahl runtergeht, dann muss man halt immer ein bisschen Klatschkick machen. Klatschkick heißt, man bleibt auf dem Gas stehen, entkuppelt, Drehzahl geht hoch und kuppelt wieder ein. Und da hat man natürlich die Kupplung, die dadurch verschleißt. Also Verschleißkupplung ist natürlich auch ein Riesenthema. Gibt es denn spezielle Kupplungen, die extra fürs Driften gut sind, die lange halten? Ja, was heißt extra fürs Driften gut? Ne? Stark müssen sie sein. Ne? Metallkupplung, Double Plate, Triple Plate, also Zweifach-, Dreifach-Scheiben. Es gibt schon spezielle Kupplungen, die für den Rennsport ausgelegt sind. Und natürlich für viele Leistungen. Ne? Das ist das Wichtige. Also Kupplung ist ein Thema. Das Ganze, also im Driftsport finde ich, der Verschleiß ist relativ... Das ganze Auto wird echt gut mitgenommen, muss ich sagen. Ja? Motor, zum Beispiel, mein Ding hängt andauernd im Begrenzer zum Beispiel, ne? wenn man halt wirklich ein bisschen Attacke macht. Ja? Turbolader, man hat Anti-Lag, oder ich habe Anti-Lag, das ist auch nicht das Beste für einen Turbolader. Das Chassis, ne? Obwohl Käfig, alles ist trotzdem, es arbeitet, der bewegt sich. Also Verschleiß beim Driftsport, generell beim Motorsport, aber ich finde beim Driftsport ist extremst hoch. Dementsprechend bauen die Profis eigentlich nach jeder Saison ihr Auto nochmal neu auf. Ne? Also sie bauen es komplett auseinander, ersetzen alles, Lager, ja? Gut, Gummilager haben wir nicht mehr, aber ich sage mal Plastik- oder Metalllager, ja? Für die Aufhängung, Lenkgetriebe, also wirklich alles an dem Auto, was irgendwie irgendeine Funktion hat, ist... Vom Verschleiß natürlich betroffen und das in allerhöchster Form. Ja? So. Wie sieht es mit Öl aus? Man sagt ja in der Regel, Öl kann man ein Jahr fahren. Ist das ein Driftsport, da das nicht so lange hält? Mehr nee, also ich würde Öl immer alle 2, 3 Events wechseln, weil der Motor ist halt so mega krass belastet und das Öl ist das Wichtigste, was der Motor hat. Ja? Und da ist die Schmierung das A und O, gerade wenn man die ganze Zeit hier vom Limiter bangt und das Ding hat Drehzahlen von jenseits und böse aufbaut oder hat. Gerade da ist natürlich wichtig, dass man das Öl regelmäßig wechselt. Also ich wechsle es alle 2 bis 3 Events. Ich meine, es kostet jetzt auch nicht die Welt das würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Genau. Wie sieht es mit Karosserieteilen aus und Verschleiß? Ja, gut, verschleißen tut ja nichts. Im Endeffekt hat man ja, ist ja mehr so ein Vollkontaktsport. Ne? Das heißt so, ich meine, mir ist ja letztes Mal das hier komplett weggeflogen einmal. Ja, klar, Türen, oftmals Türen, Stoßstangen und Kotflügel. Das ist eigentlich das, was man am meisten neu braucht, weil ja, man halt viel Kontakt hat in diesem Rennsport. Ne? Also im Driftsport hat man halt sehr, sehr viel Kontakt und da würde ich sagen, verschleißt man auch ab und zu mal ein paar Karosserieteile. Ja, und ich glaube, das war's. Ne? Das war's. Wir sind durch mit V. Nächstes Mal gibt's W.
Und das gucken wir mal. Schreibt es in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und dann sind wir auch schon fast durch mit unserem Drift ABC. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Montag, glaube ich. Ne, sehen wir nicht. Übernächsten Montag. Wir sehen uns übernächsten Montag. Nächsten Montag geht nicht, genau. Nächsten Montag geht nicht. Übernächsten Montag geht es weiter mit W. Schreibt in die Kommentare, was ihr bei W hören wollt. Und dann würde ich sagen, subscribe, liken, teilen. Und bis zum nächsten Mal.